Wir sind zurück bei Mass Effect. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wir werden uns jetzt hier auf diesem wunderbaren Eisplaneten erstmal ein bisschen umschauen. Wir sind ja jetzt im Hades Gamma unterwegs, wo insgesamt 5 Sternsysteme auf uns warten, erkundet zu werden. Und wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, werden wir das in der heutigen und in der morgigen Folge abstottern. Sehr viele Nebenquests warten auf uns. Ich glaube, an die 7 bis 8 Stück, die sich jetzt erfüllen werden, endlich. Allerdings auch ein bisschen schade, dass diese ganzen Nebenquests alle nur in diesen System hier reingefallen sind. Wow! Hätte man auch ein bisschen besser verteilen können. Und komm, jetzt mit Speed hoch und... Yes, haben wir. Wow. Genau in die Bude rein. Ach komm. Okay, da sind auf jeden Fall irgendwelche hexenartigen Frauen mit ihrer Nebelkrähenstimme. Klingt voll alt, die Stimme. Ich kämpfe doch hier wohl jetzt nicht gegen Oma-Piraten. Erstmal hier schön weggefahren. Geil, ich habe ihn ganz anders getroffen, den ich eigentlich gar nicht treffen wollte. Wie die Alter an uns vorbeigeflogen ist, das gibt's doch nicht. So. Da haben wir jetzt hier so gut wie alles eigentlich auf der Karte. Ja, ist alles gut im guten Nahen hier. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt so auf uns wartet. Eigentlich könnte ich mal andere Munition reinmachen, dass die mehr empfindlicher für Menschen ist. Aber nee, nachher kommen uns noch geht und dann müssen wir wieder umtauschen. Nee, nee. Ah, die berühmte Mine wieder. Hätten sie sich echt ein bisschen mehr Mühe mit dem Level-Design geben können. Nur immer dieselbe Map mit anderen Kisten drin ist ein bisschen langweilig. Und da muss selbst ich als Hardcore-Fan von Mass Effect sagen, das wird selbst mir irgendwann langweilig. Oh, die hat eine Barriere. Aber die haben wir. Wäre doch kein Ding hier. Ach, oben an der Decke. Hier, friss eine Granate. Bäm, ist der durch die Gegend geflogen. Haben wir. Gangsterboss. Ach du Kacke. Hier, friss nochmal eine Granate. Alter, was ist denn mit dem? Gangsterboss simuliert. Helena hatte recht. Sehr schön, haben wir den ersten Boss doch schon mal vielleicht platt gemacht. Das ist doch gut. Garrus, ist doch gut, dass wir keinen Kontakt haben mehr mit dem Gangsterboss. Oh. Eigentlich ist das ja auch nur eine Schatztruhen-Ecke. Warum haben sie jetzt hier dann noch so ein Fass eingebaut, sodass du auch wirklich am Schluss wirklich dich selber noch wegsprengen kannst? So nach dem Motto... Ich hab's geschafft, guck mal, eine Illusionskiste. Und weg bist du. Das ist so eine typische Hawk-Falle. Ich falle auf sowas auch immer rein. Sledgehammer. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Dolores.
Wie hieß nochmal der Chef? Fällt mir gerade nicht ein. Ja, auf jeden Fall den gleichen Weg wieder zurück. Wenn man überlegt, dass das eine der ersten Nebenquests waren, die wir überhaupt bekommen haben im Spiel. Wir jetzt schon so lange auf den geballert haben. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet so richtig so... Okay, wahnsinnig kann man ja nicht gleich beim ersten Spieldurchlauf machen, aber man kann auf jeden Fall auf Hardcore spielen. Oh, das sieht ja hier toll aus, wie diese Sonne da gerade aufgeht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr spielt das Spiel schon gleich auf Hardcore, habt die Mission angenommen und reist, treu doof wie ihr seid, gleich spontan hier hin in Hades Gamma Cluster. Ja, und dann erwartet euch da so ein Bosskampf. Das ist doch fast nicht schaffbar. Ach, da ganz oben muss ich hoch. Oh Mann. Oh, was ist das hier? Eine Sonde. Die aber schon geplündert ist. Boah, das Spiel ruckelt, Alter. Da muss die Box schon mal ein bisschen viel schaffen. Ich muss mal kurz rüberfassen. Oh ja, die Box ist heute aber schon wieder heiß. Mensch, die wird seit Tagen explodiert, die schon wieder fast. Keine gute Luftzirkulation momentan. Vielleicht ein bisschen zugestaubt. Müsste ich vielleicht mal wieder auseinandernehmen und komplett entstauben. Ja, ich habe gesagt, auseinandernehmen. Die Garantie ist eh schon erloschen bei dem Ding. Aber die schöne Halo 4... Ich will einfach nicht, dass die einen Ring of Death bekommt. Darum immer schön warten, schön wie pflegen. Sobald die Garantie weg ist und ihr euch ein bisschen damit auskennt, tut. Kümmert euch um eure Konsolen. Sie wird es euch auf ewig danken und mindestens doppelt so lange halten, wie es geplant war. Na gut, das ist jetzt auch schon meine dritte, obwohl das meine erste Slim ist. Ich hatte ja erst eine Halo 3 Limited, Legendary Edition. Ne, diese schöne Elite, die es gab. Mit einem wunderbaren Master Chief Grün. Boah, was war denn das? Die hat leider dann irgendwann irreparabel beschädigt und... Dachte mir dann, ja, dann lässt sie auf ewig ruhen. Sie hat ihren Dienst gut getan. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich sie nicht repariert habe. Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls kam dann die letzte Arcade bei mir ran. Ja, ich habe mir dann nur eine Arcade geholt, habe dann einfach immer mir eine neue Festplatte geholt, fertig. Und ja, die Arcade hielt eigentlich auch relativ lange. Nee, stimmt gar nicht, die hat gar nicht lange gehalten. Da hatte es denn, genau, die habe ich mir geholt, weil die das neueste Laufwerk drin hatte. Damit, weil es gibt ja das, wenn du eine richtig alte Konsole hast von früher, so von 2005, 2006, da können moderne Xbox 360 Spiele nicht mehr gelesen werden, komischerweise. Obwohl die keinen Kratzer haben, gar nichts, aber der Laser liest die Disk einfach nicht. Ich glaube, bei Gears of War 3 hatte ich das. Das Phänomen. Und darum habe ich mir einfach auch eine Arcade geholt, weil die war wie eine Elite, die hatte die HDMI-Anschlüsse, war also eigentlich genau richtig, bis auf die fehlende Festplatte, war aber kein Problem. Und da irgendwann hat das Laufwerk den Geist aufgegeben, aber, und zwar nur, ich habe die Lade nicht mehr aufbekommen. Und die hat nicht geklemmt, das war wirklich einfach so, dass das ganze Ding verzogen war. Von Werk aus schon, und das hat auch schon, wenn ich mich richtig erinnere, schon ab den ersten Tag, war das echt ein Nervenkrampf. Ja, und dann jetzt hier Halo 4. Ah, hier, guck an. Halo 4 Edition gesehen. Und zwar noch die Original. So, es gibt ja zwei Stück. Es gibt ja einmal die Original, als Halo 4 rauskam. Und dann gibt es ja die Reprint. Die ja eine Zeit lang später dann rauskam. Was ja nicht die Original ist, sondern einfach nur eine Reprint. Und das kannst du auch hinten an der Seriennummer checken. Und... Ja, das Ding lebt jetzt hier, aber ist allerdings, ich muss gestehen, ich bin von der Qualität enttäuscht. Man merkt, dass dass diese Edition von einem Drittanbieter hergestellt wurde. Allein die Controller
Von der ersten Sekunde an haben die Controller gequietscht. Da war null Fett drin. Die waren nicht geölt. Null geschmiert. Das geht gar nicht. Für die Controller habe ich schon gleich am ersten Tag die Garantie verloren. Da habe ich gleich erstmal aufgeschraubt, alles mitgemacht. Fertig. Da kenne ich nichts. Nur mit der PlayZ? Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt zwar noch die erste Generation, aber die zweite Auslieferung, wo es ja keine Fehler mehr gab. Und viele aus meinem Freundeskreis, die jetzt auch eine PlayStation 4 haben, die haben das Controller-Problem auch wieder, dass das Gummi sich ablöst. Hab ich jetzt nicht. Warlord Außenposten. Obwohl ich eigentlich schon ziemlich... Wieso steige ich denn hier aus? Ziemlich die Konsole fordere und wirklich sehr aggressiv mit meinem Daumen in den Pad reinkrabe. Ist das... Alter, ist der Wind so stark oder ist hier gerade irgendwas am Starten? Oh, warte mal, wir sind auf einer Vulkanebene. Alter, nicht, dass jetzt hier gleich der Vulkan uns um die Ohren fliegt. Ja, jedenfalls war es das mit der 360 und der Xbox. Xbox, PlayStation 4. Auf dem Weg. Hier. Das Ding, das finden wir doch eher dann als Söldner. Hey, wir haben die salerianische Nebenquest fertig gemacht. Sehr schön. Aber wir können uns hier echt nicht lange aufhalten. Wahrscheinlich fliegt das Ding hier, das ganze Plateau, bald in die Luft. Und ich möchte da ganz sicher nicht in der Nähe sein, wenn der Vulkan hochgeht. Los, komm. Wow! Okay, das hat jetzt keiner gesehen, dass wir uns irgendwie gerade vollkommen falsch abgerollt haben. Ich sehe sie noch nicht. Stimmt, hinter dem Hügel. Da ist sie. Ist eine Sonde, okay. Auf dem Weg. Gut, gut. Klappt ja soweit ganz gut. Aber auch wieder nur Müll dabei. Und da bringt man sich Gefahr auf so einem Vulkanplaneten und dann ist da, sammelt man Müll. So, Warlord Außenposten. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da auf uns wartet. Und die Folge sagt mir, dass wir es eigentlich auch noch ganz gut schaffen könnten. Verdammt, wenn das ein Warlord ist, hätte ich ja gerne mal Rex mitnehmen können. Da hinten ist die Hütte. Warum kann nicht jeder Planet so sein? Kannst du hier ganz chillig langfahren? Ich würde mal sagen, wir fahren von oben ran. Die haben hier Markus mit fetten Geschützen, Alter. Und das Geschütz, ist das größer als meins? Nö. Ich dachte schon. Lass du mich bitte rein? Mal speichern, irgendwas stimmt da nicht. Lensal. Irgendwas stimmt nicht, er lässt uns nicht rein.
Vielleicht haben wir keine Quest dafür. Ach, siehst du, wir müssen noch mit Tali reden. Gorgensystem müssen wir immer noch. Vielleicht muss ich Garrus mit, wie heißt er da mal hier? Rex. Muss ich Rex mal mitnehmen. Aber ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt mit Rex da wieder lande, ob ich denn auch an derselben Stelle lande. Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Was ist denn das am Himmel gewesen? Wie so eine Art riesiges Netz oder so. Hat sich wohl der Level aufgebaut. Na gut, einmal probieren wir es jetzt noch. Ansonsten reisen wir in den nächsten Cluster. Wir kommen da ganz gut voran. Nee, aber scheint echt nichts. Kommen wir nicht rein. Einmal drum rumlaufen. Gibt es hier noch einen Hintereingang oder so? Scheint aber nicht so zu sein. Da muss ich mal gucken, wo ich da meine Quest herkriege. Wenn ich hier auf die Dinger schieße. Bringt nichts. Da kommen wir nur rein mit der nötigen Quest. Das ist ja wie früher, richtig auf Super Nintendo Zeiten, wo du auch nur in Gebiete konntest, wenn du die Quest hattest. Antheus. Antheus. Ein bergiger Wüstenplanet. Habe ich jetzt also richtig Bock drauf. Weh mal. Ploba. Das ist ja ein geiler Name. Ploba. Klingt wie ein echt ekelhafter Energy-Drink. Atmos. Oh, Helium 3. Ah ja, den hatten wir ja schon. So, dann landen wir noch auf den, damit wir die Folge beenden können, damit wir in der nächsten Folge nicht noch diesen langweiligen Ladebildschirm haben. Der, ich ja sage, sehr geil animiert ist.
Und die meisten aber sagen, oh mein Gott, ein Ladebildschirm. Ja, okay, das ist so nicht mehr zeitgemäß, aber whatever. So weit, so gut, würde ich mal sagen. Ich sehe es doch, komm, Alter, wir rennen doch geradewegs wieder in einen Treschlund rein. Ja, aber sieht ja erstmal ganz gut aus. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr heute die Folge schaut, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht was gut Sinnvolles raus. Wir sehen uns morgen und solltet ihr später diese Folge sehen, gleich geht's weiter. Also, ciao!